Herzlich willkommen zu magischen Momenten mit bemerkenswerten Menschen. Mein Name ist Britta Dahlberg und unser heutiger Gast ist Zarathustra. Wer ist Zarathustra? Wo kommt er her? Was hat er für einen Hintergrund? Das sind die Fragen, die wir heute miteinander besprechen werden. Und ich möchte diesem Abend ein persönlich mir sehr zusagendes Zitat seiner Arbeit, über seine Arbeit, über seine Ziele. Damit möchte ich beginnen. Liebe ist deine Kraft. Es ist an der Zeit, wieder an dich selbst zu glauben und dich daran zu erinnern, dass Liebe deine Kraft ist. Die Liebe ist deine innere Stärke und Liebe gewinnt am Ende alles. Du kommst aus dem Land der Liebe, du repräsentierst die Liebe auf diesem Planeten. Und die Liebe ist dein Geburtsrecht. Erinnert euch daran, dass ihr würdig seid und dass ihr geliebt werdet. Ihr seid die Liebe selbst. Ganz gleich, wie viele Menschen dir begegnen, die dich enttäuschen, verrate niemals dein Bekenntnis zu deinem eigenen Herzen und deiner Selbstliebe. Herzlich willkommen, Zarathustra, zu unserem gemeinsamen Gespräch. Hello, Zarathustra. Welcome to our joint conversation tonight. I just introduced you shortly with a citation about Love is Your Power. This beautiful poem is from you and is reminding us, yeah, who we really are. Silke, du kannst jetzt kurz auch reinkommen und für unseren Zarathustra die nächsten Worte dann auch übersetzen. Mhm. Ja, Zarathustra, du bist ein international bekannter spiritueller Lehrer und Heiler. Du bist der Begründer von 5D Quantenheilung und Achtsamkeit. Es ist nicht das erste Mal, dass du bei uns zu Gast bist. Du hast schon 2018 hier in Frankfurt auch gearbeitet mit uns und viele Menschen begeistert. Es waren sehr aktive Workshops, es waren auch sehr stille Zeiten, die wir miteinander verbracht haben. Es war eigentlich das ganze Spektrum des Menschseins, was wir miteinander geteilt haben. Und jetzt gibt es bald wieder eine Fortsetzung. Deswegen habe ich zu diesem Gespräch gebeten. So, Zarathustra, you are an international spiritual teacher and healer. You are the founder of the 5D quantum healing method. And you've been working with us before. I remember 2018, we had a very active workshop, but there also was a lot of stillness. So the whole spectrum of humanity was to be seen in that workshop. And that's why I asked you to have a talk to me tonight. Und weil Zarathustra ja zu uns jetzt auch bald nach Frankfurt kommt, das ist auch einer der Hintergründe, warum wir heute uns treffen. And of course, because you are coming soon to us in Frankfurt to hold a workshop, that's also an important reason why you are here tonight. Ja, wir wollen gerne wissen, wie dein spiritueller Weg verlaufen ist. Du hast aber auch einen ganz normalen Beruf. Vielleicht kannst du ein bisschen was aus deiner Ausbildung und aus deinem Weg auf allen Ebenen erzählen, was dich zu deinem heutigen Beruf vielleicht geführt hat. We would like to know about your spiritual path that you've been following. What education have you had? You also still have just a normal job. And maybe you can say something about your education and every level that and how you got to be the person that you are today. Well, okay. Well, thank you. It's a pleasure to be here and returning back to Frankfurt and seeing you all and having an opportunity to teach and share the 5D quantum healing and the wisdom. Es ist mir eine. Ja, go ahead. Sorry. Es ist mir eine Ehre, dass ich heute Abend
da sein darf. Ich freue mich auch, bald wieder nach Frankfurt zu kommen, um ja auch die Möglichkeit zu haben, meine 5D-Quantenheilung zu vermitteln und den Workshop abzuhalten. So, it's been a long journey. It took a very long period of time to form. I basically, from the beginning of my life, from when I do remember, I had a very deep love of God and had a lot of questions regarding the nature of existence. Where am I coming from? I remember I was asking that question when I was 6 years old. And where do we go from here after we die? And these are very hefty questions for a six-year-old and trying to figure this out. And of course, you go through your educational process in life and you get conditioned. And like any other teenage boy, I went through my teenage years and my focus was on something else rather than spirituality. But Silke? Es ist eine lange Reise gewesen, bis ich an dem Zeitpunkt war, wo ich heute bin. Die Reise hat im Grunde genommen schon da begonnen, als ich geboren wurde. Ich war schon immer, seit ich denken kann, geprägt von meiner tiefen Liebe zu Gott und habe mich schon im frühen Kindesalter für die, die Natur der Existenz interessiert. Also ich habe mir Fragen gestellt, woher komme ich? Oder wo gehen wir hin, wenn wir gestorben sind? Und für einen 6-jährigen Jungen sind das natürlich sehr tiefgreifende Fragen. Aber dann ist es so, wie es eben in jedem anderen Leben auch ist. Ich bin dann in meine Teenagerjahre gekommen und da war ich natürlich mit allem anderen beschäftigt, eben nur nicht mit den spirituellen Lehren. Jetzt interessiert uns natürlich, was die anderen Dinge waren. Wo bist du denn auf die Welt gekommen und was hast du denn sonst noch gelernt oder an Ausbildungen gemacht im weltlichen Leben? So now we're interested what all the other things were. So how have you been educated? What have you been doing? What was your path, your career path up and where, to now? And where did you grow up? I was born in Paris, France. And when I was 5 years old, my parents migrated back to Tehran, Iran, in Middle East. And I moved to San Francisco, the US, when I was 19 years old. And then I continued my education, studied psychology. And it's interesting because 3 years into studying psychology, I realized that's not what I'm interested in. And I approached the dean of the psychology department at the University of San Francisco. And I'll go ahead for Silke to translate and then I'll continue. Geboren bin ich in Paris. Im Alter von 5 Jahren sind meine Eltern zurückgegangen nach Tehran in Iran. Das ist im Mittleren Osten. Im Alter von 19 Jahren bin ich dann nach San Francisco gezogen und habe dort an der Universität ein Psychologiestudium begonnen. Als ich etwa 3 Jahre studiert hatte, habe ich plötzlich festgestellt, dass das nichts für mich ist, dass ich gar nicht interessiert bin. When I was 27, 28, 29 years old, I had started going through very strong spiritual awakening and changes. And that was around the time I met Bhagwan Sri Rajneesh, known as Osho. And after a while, I decided to take initiation. And Osho gave me the name Zarathustra. Als ich so im Alter von 27, 28 Jahren war, da hatte ich sehr viele spirituelle Erweckungen und habe also mich sehr für Spiritualität interessiert. Und in diesem Rahmen
bin ich damals auch auf den Mann gestoßen, der im deutschsprachigen Raum unter dem Namen Bhagwa bekannt ist. Damals war er bekannt als der spirituelle Lehrer Osho. Und da habe ich mich entschlossen, bei ihm auch eine Initiation zu begleiten. Und aufgrund dieser Initiation hat er mir dann den Namen Zarathustra gegeben. And that's basically where my spiritual awakening and sort of seeking took form. In the same time, I had a couple of encounters with two very powerful healers that inspired me and triggered me into doing some healing work. Das war so der Ursprung meines Erwachens und auch meines Suchens nach Spiritualität, und da ist es auch geformt worden. Zur etwa gleichen Zeit hatte ich damals Begegnungen mit zwei sehr machtvollen Heilern, und die haben mich tatsächlich inspiriert und meinen weiteren Weg geprägt. After this encounter with these two powerful healers, around that time, Osho, Bhagwan Sri Rajneesh, he died. And I was very touched and shaken by this incident, because I wanted to look for a awakened, enlightened master to study with. Und zur etwa gleichen Zeit, also nach meiner Begegnung mit diesen beiden Heilern, habe ich dann davon erfahren, dass Osho, also Bhagwan Sri Ranjanish, gestorben ist. Und davon war ich dann doch sehr getroffen von diesem Vorfall, weil ich hatte eigentlich den Entschluss gefasst, mit einem erleuchtenden Meister zusammen zu lernen. This led me to discovery of another guru named Punjaji, who we refer to as Papaji. And he at that time lived in Lucknow, Uttar Pradesh in India. Dieser Vorfall hat mich dann dazu geführt, dass ich einen weiteren Guru entdeckt habe. Sein Name war Punjaji, genannt Papaji, und er lebte in Indien, in Locha. Nee, Lucknow heißt der Ort. Lucknow. Lucknow. Ja. Mhm. Genau. Dankeschön. Ja. Papaji's teachings were very, very different than Osho. He was teaching non-duality, which is it's known as Advaita Vedanta teachings, and it derives mainly from being silent, from being still, going beyond your mind and being quiet. Die Lehren von Papaji haben sich grundlegend von denen von Osho unterschieden. Er hat die Non-Dualität unterrichtet. Das nennt man im Indischen Advaita Vedanta. Und in dieser Lehre ist sehr viel Schweigen und sehr viel Stille enthalten. Man geht über das Bewusstsein hinaus in Stille. Which this teaching, I felt a strong resonance with it, and I immediately felt like I'm at home and this is the right teachings for me. Mit diesen Lehren habe ich sehr stark eine Resonanz verspürt und ich habe mich sofort zu Hause gefühlt und habe gewusst, dass das der richtige Weg für mich ist. And it eventually led to liberation. And what happened to these teachings, I realized that I am not my own thinking mind. Whatever is going in my head, whatever thoughts I have, is not who I am.
Und das hat zu einer Befreiung geführt. Denn da habe ich verstanden, dass ich nicht mein denkender Verstand bin. Was auch immer in meinem Kopf vor sich geht, das ist nicht das, wer oder was ich bin. As well as whatever emotions I experience during the day, I am not my emotions, I'm not my feelings. I'm simply an observer, I'm aware of them. Und genauso ist es auch mit den Emotionen, die ich so über den Tag verteilt habe oder meinen Gefühlen. Ich bin weder meine Emotionen noch meine Gefühle, ich bin letztendlich nur der Beobachter. As well as this led to the third part of this understanding, which is the body that I'm, this consciousness called Zarathustra is embodying, this physical body is also, is not who I am. Und all das hat dann zum dritten Teil der Einsicht geführt, dieser Körper, dieses Bewusstsein, das den Namen Zarathustra trägt, ist und das diesen Körper belebt, also in diesem Körper ja verkörpert ist, das ist auch nicht das oder wer oder was ich bin. So the understanding of these three that and coming to a place of being able to observe, become the observer, the witness of your mind, your emotions and your body allowed me to find a deep silence within myself, which led me to open up my heart and experience love. Und diese dreischrittige das Verständnis, das ich in drei Schritten erworben, dass ich der Beobachter bin, dass ich der Zeuge bin, meines Verstandes, meiner Emotionen und meines Körpers. Das hat mich in eine tiefe Stille geführt und im zweiten Schritt dann dazu, mein Herz zu öffnen und eine tiefgreifende Liebe zu erfahren. Wie kam es denn zu dieser, dem Kontakt mit den Wesenheiten, die sich als deine geistigen Helfer vorgestellt haben? How did you encounter these beings that later on introduced themselves as your guides? I had an encounter with these entities, these beings, identifying themselves as my fifth dimensional guides, my 5D guides. 2 Jahrzehnte nach meiner Begegnung mit Osho und Papa G und meiner Begegnung mit diesen Heilern hatte ich dann die Begegnung mit den Wesenheiten, die sich dann mir vorgestellt haben als meine Gefährten, also meine fünfdimensionalen Gefährten. This whole ordeal or process had took about 30 years. So it wasn't an overnight thing. Also dieses ganze Unterfangen oder auch der Prozess, um heute hier zu sein, war nichts, was über Nacht stattgefunden hat, sondern es hat 30 Jahre gebraucht. In sometimes in 2009, which is, I would say, approximately 18 to 20 years after the initial discovery of these masters, I started to hear noises, voices in my head communicating with me. Und im Jahr 2009, ich würde sagen, das liegt so zwischen 18 und 20 Jahren nach diesen, ja, der ursprünglichen Entdeckung dieser beiden wichtigen Meister, begann ich plötzlich Geräusche und Stimmen in meinem Kopf zu hören, die mit mir kommuniziert haben. And this was very unexpected because I was not expecting hearing voices talking to me, telling me go make a business card.
and asking, what do I do with this business card? They say, write healing. So they keep whispering in my ears, healing, healing. Also das war etwas ganz Unerwartetes, dass da plötzlich Stimmen zu mir sprachen. Diese Stimmen haben zum Beispiel zu mir gesagt, ich solle mir eine Visitenkarte erstellen lassen. Und dann habe ich gefragt, naja, für was brauche ich deine Visitenkarte? Und sie sagten zu mir, schreib Heilung auf die Karte. Und das Wort wurde ständig wiederholt. Heilung, Heilung. And in the beginning I was resisting it and the voices became louder and more consistent, and it was annoying. And finally, I was like, okay, I go make a business card, I say healing, and then what? Zunächst hatte ich da großen Widerstand, aber diese Stimmen wurden lauter und sie kamen öfter und sie waren ja beharrlich. Und tatsächlich haben sie mich auch genervt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Ich mache mir jetzt Visitenkarten. Ich schreibe da Heilung drauf. Aber was dann? War das denn der Punkt, wo du auch selbst als tätig geworden bist, nach außen hin als Heiler? Und vorher war es mehr der persönliche spirituelle Weg? Oder wann begann denn dein öffentliches Wirken? War das jetzt durch die Visitenkarten erst autorisiert? So, is that the point in your life when your spiritual journey turned from a personal spiritual journey to a more public, figure, and where you enchanted the audience, and not enchanted, where you began to work as a healer? Was that the turning point with that business card? Yes, that was the turning point, because what happened was that was. At first they tell me healing, and then they come up with the word quantum healing. And then, I mean, this is an ongoing process in 6 months. Tatsächlich ja, das war der Wendepunkt. Zunächst haben mir diese Stimmen gesagt Heilung. Etwas später haben sie Quantenheilung gesagt, und das war ein fortlaufender Prozess und es dauerte etwa 6 Monate. But I don't know what quantum is or what fifth dimension is, so let alone fifth dimensional quantum healing. So I tell them, what the hell is fifth dimensional quantum healing? And they say, well, go online and research it. So I research quantum, healing. I do find information about it, but fifth dimensional quantum healing doesn't exist. So I tell them, this doesn't exist. And they say, we know, because you're going to create it. Also es war so, dass diese Stimmen mir dann gesagt haben, Quantenheilung und fünfte Dimension. Jetzt wusste ich nicht, was ein Quantum ist. Ich wusste schon gar nicht, was Quantenheilung ist. Und ich wusste schon überhaupt gar nicht, was fünfte Dimension Quantenheilung bedeutet. Und dann sagt mir die Stimme, geh online und recherchiere das mal. Also das habe ich gemacht. Ich habe dann rausgefunden, was Quanten sind. Ich habe rausgefunden, was Quantenheilung sind. Aber eine fünfdimensionale Quantenheilung, das konnte ich nicht finden. Und dann habe ich meinen Stimmen gesagt, ich kann fünfdimensionale Quantenheilung nicht finden. Da haben die gesagt, das weiß ich, weil das ist genau die Methode, die du kreieren wirst. Und die haben angefangen, Informationen downzuloaden. Und letztendlich haben sie aus meinen Händen dann hochfrequente Heilinstrumente geschaffen. So in this period of time, I began to experience a very high frequency transmission going through my hands, which gave me the ability for healing, doing psychic surgery. All of a sudden, I had abilities of doing shamanic exorcism and many different things that I had no idea I would be able to do.
Und während dieser Übertragung, dieser hohen Frequenzen, sind bei mir auch Phänomene aufgetragen. Ich konnte plötzlich Operationen, also mentale Operationen durchführen. Ich konnte schamanischen Exorzismus betreiben und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, woher es kam, aber ich konnte es. Then I get 3 weeks off and I go back to normal life, which I was very happy about that, because this process of download was very exhausting. You are not awake and you're not asleep. You are somewhere in between. And it was very, very tiring and exhausting. Nach diesem dreiwöchigen Download hatte ich dann tatsächlich 3 Wochen frei, so möchte ich es mal sagen, habe dann mein normales Leben weitergelebt. Diese 3 Wochen waren wirklich extrem ermüdend. Ich war wirklich erschöpft, denn man hat 3 Wochen, in denen man nicht wirklich wach ist, aber auch nicht schläft. Und also ich war wirklich froh, da 3 Wochen Pause zu haben. So then I get 3 weeks off and then again they come back and they take over. And another 3 weeks of nonstop download takes place. Also ich hatte, wie gesagt, diese 3 Wochen frei und nach 3 Wochen kamen sie zurück, haben wieder alles übernommen und es begann eine zweite Zeitperiode von weiteren 3 Wochen, wo nonstop Informationen runtergeladen wurden. In this second series of downloads, later on, they told me that they opened up my third eye. So as a result of that, many other abilities became available to me. Being able to look into somebody's psyche or look inside somebody's body and find information. Während dieses zweiten Downloads, das haben mir die Wesenheiten, die Entitäten später verraten, haben sie mein drittes Auge geöffnet. Und das hat mich natürlich in die Lage gebracht, noch andere Fähigkeiten auszuüben. Beispielsweise war ich dann in der Lage, in die Psyche anderer Menschen zu schauen oder in die Körper anderer Menschen und da auch Informationen zu suchen und zu finden. But this discovery of information regarding somebody who I'm working with, it's basically related to their well-being, emotional or physical. It has nothing to do with discovering about their bank account or their password or on their credit cards or things like that. Und diese Fähigkeit, Informationen über andere Menschen zu finden, bei diesen Informationen, die ich da sehe, geht es um ihr physisches oder psychisches Wohlergehen. Also ich kann nicht den Kontostand lesen, ich kann keine Passwörter erfahren und ich kann auch die Kreditkarteninformationen nicht lesen. Da sind wir aber jetzt froh, gell? Good for us, good for us. Und wie ist es mit dem Röntgenblick, ja? Can your eyes make an X-ray of persons? That also is limited in a way that there has to be a professional settings. Like if I have a client is sitting in front of me and we're working, so then information becomes available to me in some form. Mm-hmm. Not if I'm sitting in a restaurant and I look at somebody or somehow it doesn't really work with family and friends because they're not taking it seriously. Mm-hmm. Also zu dem Röntgenblick kann ich sagen, ich habe so eine Art Röntgenblick, allerdings braucht es dazu wirklich einen professionellen Rahmen. Das heißt, wenn ein Klient gegenüber von mir sitzt und ich mit ihm arbeite, dann habe ich Zugang zu Informationen. Es wirkt aber nicht oder es funktioniert nicht, wenn ich in einem Restaurant bin und es funktioniert auch nicht mit Familie und Freunden, weil die mich da gar nicht ernst nehmen.
Ich glaube, das können alle, die in dem Sektor tätig sind, gut nachempfinden. Das teilen wir miteinander. I think everybody can relate to not being taken seriously from family and friends. Everybody working in that field knows exactly what you're talking about. Ja, schön, dass du bald bei uns diese Fähigkeiten, ja, ist immer blöd zu sagen, demonstrieren. Also da sind wir genau an dem Punkt. Einerseits möchte man dieses Geschenk ja auch in der Öffentlichkeit präsentieren. Andererseits ist es etwas so Sensibles, dass man ja, so eine Gratwanderung immer machen muss, ja, zwischen Demonstration und einfach es praktizieren wie halt jeden anderen Beruf. Und schlussendlich ist es das heute für dich. Ne? So I'm looking forward to you soon presenting your abilities, or might I say demonstrating, and that's exactly the point I'm talking about. If you have a gift like that, of course you want to present it to the world, you want to demonstrate, but sometimes that it's a sensitive topic, and then you have to find that fine line between presenting and practicing your gift. Yes, absolutely. It is a fine line. It gets very sensitive at times. It can also, it could be misinterpreted in different ways. But that comes the experience when I have been doing this professionally for 12 years. So you get a hang of it. Mm-hmm. And how to turn it on and turn it off. Da hast du absolut recht. Es ist tatsächlich eine Gratwanderung. Manchmal sind es dann doch sehr, ja, sensible Themen, die da eben hochkommen. Aber dann kommt natürlich meine Erfahrung auch ins Spiel. Ich mache das jetzt beruflich seit 12 Jahren, und nach 12 Jahren kriegst du dann schon raus, wann du es einschaltest und wann nicht. Ja, dann hoffen wir mal, es ist so richtig eingeschaltet, wenn wir hier zusammen sind und du deine Abendveranstaltungen und Workshops und Einzelsitzungen bei uns zeigen wirst und anbieten wirst. Und ich freue mich schon, dass wir diese gemeinsame Zeit wieder haben, und kann unseren Zuschauern und Zuschauerinnen nur gratulieren, wenn sie bei diesem Lehrer dabei sein können und diese Erfahrung teilen können. Zarathustra, thank you very much for this talk, for this deep insight in your own background. This is something which is rarely shared in the workshops. There are the people who are present, whom you are teaching. So thank you very much for giving us these deep insights in your personal life. Yeah, I very much appreciate it. I just want to add one thing before we end our meeting, our interview, is I have noticed that almost everybody on this planet has these abilities that I acquired and got downloaded. It's just if we have the correct training, we can enhance these abilities. And that's one of the reasons I started the 5D quantum healing school teaching healing work, because I realize everybody can do it. Es ist ganz toll, dass du uns, Zarathustra, nochmal diese Einsichten vermittelt hast, wo wir normalerweise eigentlich nur drankommen, wenn wir in einem Workshop sitzen. Und bevor wir unser Meeting beenden, möchte ich dir, Britta, noch eines sagen. Jeder von uns hat diese Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten, die ich erworben habe, kann im Grunde jeder von uns erlernen, wenn er die richtige Ausbildung hat. Und genau deshalb habe ich diese Ausbildung der 5D-Quantenheilung erschaffen. Vielen, vielen Dank und bis bald in Frankfurt. See you soon in Frankfurt. Looking forward to it. Ciao. Goodbye.